So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute, das Video ist eine Stream-Zusammenfassung von meinem Destiny 2 Hexenkönigin-Stream, in dem ich meinem guten Freund und Kumpel Holly LP das Spiel zeige, ihnen so ein bisschen beibringe und danach haben wir die komplette Kampagne auf Legendär zusammen durchgespielt. Das Ganze war ein 12-Stunden-Stream, ihr seht hier so ein bisschen den Anfang, aber die Aufzeichnung davon kommt auch noch auf meinem Stream-Kanal. An erster Stelle vielen, vielen Dank an Bungie, die das Ganze natürlich gesponsert haben. Und vielen Dank an Panossa, der euch die Stream-Zusammenfassung geschnitten hat. Also, falls es euch gefällt, schaut doch gerne bei ihm auf dem Kanal vorbei. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit ein bisschen Stream-Highlights. Wir werden erst in Legendary reingucken, obwohl Holly neuer Spieler ist. Aber um zu gucken, wie wir klarkommen. Und wenn es zu viel ist, dann spielen wir halt auf normal. Ich würde sagen, wir gucken das Intro. Irgendwie fehlen da die Stimmen. Ja, natürlich. Warum ist das auf null? Warte, ich habe noch einen Charakter. Wir können es nochmal machen. Rewind. In Krisenzeiten suchen die Menschen bei ihren Anführern nach Antworten. Aber seit die Planeten vom Himmel gerissen wurden, kann ich nur noch mehr Fragen anbieten. Und jetzt, mit der Rückkehr des Mars, wo soll ich anfangen? Wo ist sie? Deine Theorie war korrekt. Das Relikt stammt von den Pyramiden. Gar keine Frage. Die Leute wissen vom Mars. Ich brauche mehr Zeit. Die Kabale mobilisieren sich. Wir müssen... Sichert das Lager! Offenbar haben sie ein anderes Ziel. Was haben sie im Visier? Savatum. Yo, ich liebe die Kabale. Kabale wollen einfach alles nur zerstören, kommen da mit ihrer Ultra-Bass-Mucke, mit ihrem fetten Blaster angefahren. Uts, 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 uts. Genau, wir können entweder die Kampagne normal spielen oder wir spielen eine legendäre Version, werde zur Legende. Stell dich in dieser legendären Version der Kampagne die Hexenkönigin einer noch größeren Herausforderung, entweder allein oder mit einem Einsatztrupp aus Freunden. Du wirst mit härteren Missionen und stärkeren Kämpfern konfrontiert. Empfohlen für alle erfahrenen Spieler mit einem breiten Arsenal, auf das sie zurückgreifen können. Du kannst jederzeit zur Schwierigkeitsstufe klassisch wechseln, schließe alle Missionen der legendären Kampagne ab, um die folgenden Prämien zu erhalten. Ich weiß nicht, warum ich keine Fragmente habe. Darf ich keine Fragmente haben als Warlock? Aber ja, man kann jetzt hier Aspekte auswählen. Ja, okay, dann machen wir das Gegner explodieren. Okay, cool, haben wir alles ausgerüstet. Dann ist unser Warlock ready. Ich spiele scheinbar damit, weil ich habe gerade nicht mehr mit. Wir können zum Turm kurz gehen. Oh, hier sieht es anders aus. Fancy. Ist ordentlich. Gefällt mir. Hier haben wir auch Aufgaben. Schreite zum Freischalten der kostenlosen Kampagneneinführung von Hexenkönigin voran. Schließe die Mission die Ankunft ab. Genau. Ja, genau, da sind wir hier im Turm. Wir können ja mal kurz gucken. Wollen wir einfach... Soll ich einfach reincachen? Gibt es hier irgendwelche neuen Shader oder so? Mediator. Nehme ich mit. Oh, nicht so für mich. Aber schon mal so ein bisschen lila. Meister Rahul wurde geändert. Der hat jetzt den Job von Spider übernommen angeblich. Genau, der kann jetzt fokussierte Engramme öffnen. Die findet man beim Gameplay immer wieder. Und dann kann man einfach zu dem gehen und die öffnen lassen. Und kriegt dann irgendwas raus. Zum Beispiel Schuhe haben wir rausbekommen. Oh, stimmt. Die Helm müsste ja auch neu allgemein sein.
Oh ja, der Bildschirm hier ist schon neu. Ja. Oh mein Gott. Aber Sternzerstörer. Und hier 1000 Gleven drin. Sind es Gleven? Ich glaube. Sind aber bereit für einen Krieg. Benji, was hat der zu sagen? Ach, der sollte uns die Waffe geben, ne? Die Maschinenpistole. Müsste ich eigentlich bekommen. Kabal-Technologie ist doppelt so mächtig und nötig. Achso, der Katalysator. Kabale besiegen 50 Stück, Ziele mit Powerwaffen besiegt 50 Stück und Ziele schnell besiegt 15 Stück. Ansonsten hat der, ja, verkauft nur ein paar Waffen. Was ist das denn? Rotrücken 5 SI. Achso, es gibt jetzt noch neu seit Witch Queen Waffenhersteller-spezifische Perks, die zusätzlich auf den Waffen sind. Die beiden waren ja normal. Und das ist das dritte, das ist jetzt immer herstellerspezifisch, die sind aber nicht immer drauf. Aber es ist immer, wenn es eine Weißwaffe ist, ist auch dieses Weiß-Perk drauf. Wenn du einem Feind mit dieser Waffe Schaden zufügst, besteht bei Benutzung der Zielvorrichtung eine geringe Chance, dass das Magazin nachgeladen und das Bewegungstempo erhöht wird. Ist dieser Perk aktiv, erhalten Bogen, eine schnellere Spanngeschwindigkeit und Schwerter eine schnellere Aufladerate. Trage das Licht in dir. Ah, meditieren. Quest abgeschlossen. Meditiere über das Licht. Cool. Haben neue Granaten freigeschaltet. Was? Das ging einfach? Ah ja. Cool, kann man einfach abholen im Turm. Schauen wir uns die Magnetgranate an. Warum nicht? Wally! Ey, ich dachte, das Tutorial geht so 20 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu dir kann oder nicht. Wenn du weißt, wie das Spiel funktioniert, kannst du zu mir. Warum hast du keinen Kopf? Weiß ich nicht. Vielleicht... Ganz schön kopflos unterwegs. Kein Kopf freigeschaltet. Schließe Schritt 1 der Quest ein Funke der Hoffnung ab. Oh nein, ich muss diesen Funke abschließen oder was? Können wir das zusammen machen? Ja, ja, jetzt können wir zusammen. Okay, dann machen wir das zusammen. Wenigstens ja, nicht mehr alleine im Turm stehen und versuchen, irgendwo Content rauszuquetschen. Was hast du bisher gemacht, Tolles? Erzähl mir doch von deinen Erlebnissen. Ich bin eigentlich durchgerannt und habe geschrien, Zombie, Zombie. Und dann haben die gesagt, wir suchen jetzt den und den. Habe ich gesagt, ich suche aber Zombie. Und dann habe ich gesagt, keiner hört mir zu. Tja, ansonsten war es jetzt bis jetzt noch nicht so komplex, ne? Das Menü habe ich mir jetzt noch nicht so genau angeguckt. Yo, welcher von den beiden ist Holly? Zwillinge. Au, ich wurde von so einem Ding erschlagen. Holly, Hilfe, Senpai. Genau, wo wird die Health Bar angezeigt? Was ist die Health Bar? Oben in der Mitte, wenn du Schaden hast. Wirf mal eine Granate unter dich, wenn die Schaden macht dir. Okay, die hat ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Wir machen einfach weiter, bis es geht. Haben ja den ganzen Abend. Ganze Nacht. Ganze Nacht. Bis 6 Uhr morgens, habe ich gehört. Reiten wir rein. Ich habe schon Pizza bestellt, ich habe Coca-Cola. Also, ich würde die Nacht durchmachen. Das ja, ich mach so lange, wie du machst. Ich werde dich den ganzen Abend nerven. Der Junge macht nie wieder das Spiel aus. Kannst auch dein Piu-Schiffchen holen. Ja, du hast mir gerade so einen kleinen Boost gegeben. Mhm. In deinen Rücken reingefahren. Kann man dich auch umbringen. So. Okay. jetzt sind die durch, bei der Folgen. Okay. Lara, muss ich mich noch gewöhnen, dass es mir den Weg... Alles klar, okay. Ich habe, glaube ich, die Lebensleiste jetzt gesehen. Ja, danke. Denke ich. Brauch ein bisschen die Gegner. Da kommt was Lilanes auf mir. Richtig fancy, der Camframe? Ja, wir haben ihn beide. Du hast ihn auch, ne? Ja. Ah, ich hab den auch genommen. Ja, wir sind Cambros. Ich habe leider nur nicht so einen schönen Hintergrund wie du. Magst du ganz kurz Camframe aus dem Bild gehen und ich screenshot den? So. Neue Geste. Wir beschäftigen uns kurz, während Holly noch seine Tutorials macht. Um Gottes Willen. Ballern! Hast du die Collectors Edition von dem DLC? Ja. Da. So eine Holzbox. Habe ich geschickt bekommen. Da war so ein Briefing dabei, auch so Zetteln und sowas. Und die Holzbox war mit einem Zahlenschloss verschlossen. Achso, nee. Da war dieses Zahlenschloss da rechts. Da seht ihr ja. Und in dem Zahlenschloss drin war der Schlüssel für die Box. Und um die, um das zu öffnen, musste man mit dem Blaulicht. Ich war da viel zu doof für, ich habe da ewig gesucht. Jesse hat es dann gefunden am Ende. Musste man die Box umdrehen und auf der Unterseite von der Box war Lies geschrieben, aber andersherum ist es 5317, wenn man Lies auf den Kopf dreht. Und das war das Passwort dann für den Schlüssel. Und da war die Collectors Edition drin. Ja. Das war richtig cool. Verdammt, wir müssen immer noch irgendwas machen. Ach, der Navota Strike. Ah, ein Strike ist sowas wie ein Lost Sektor, aber in größer, länger und mit einem fetteren Boss. Okay, also einfach ein größerer Dungeon. Lost Sektor sind Dungeons. Ja, lustigerweise gibt es in Destiny Dungeons, die nochmal was anderes sind. Ah, natürlich, es gibt nochmal richtige Dungeons. Okay. Ja,
Zombie, warte. Nein, Zombie muss schnell sein. Bungie hat gesagt, ich darf mitspielen. Warte jetzt. Du spielst doch mit. Du hast den angesteckten Controller. Wirklich. Sicher? Ja, ja. Der ist wireless, der hat nur kein Kabel. Ein Funk der Hoffnung soll ich machen. Alles klar, habe ich ja ausgewählt. Das ist das Richtige. Danach dürfen wir spielen. Einfach nur mit Zavala reden, eine exotische Waffe kriegen und wir dürfen spielen. Und dann geht's ab ins DLC. Nice. Okay, let's go. Starten. Scheiß auf Holly. Schnell. Nein! Wir müssen die Hexenkönigin aufhalten, Holly. Ja, auf geht's. Okay. Keine Zeit. Ohne gelbe Waffe. Alles klar. Ach, guck mal, die Katze kommt sogar nochmal. Hast alles verstanden, oder? Ja, klar. Ja, Sabatun ist nämlich die, Sabatun ist die Hexenkönigin. Genau, und das hat das als Ziel. Ja. Mit den Kabalen haben wir eine Allianz gegründet und die wollen ballern. Das wollte ich gerade sagen, ja, genau. So. Aber warum, was kann man hier auswählen? Ob man auf dem Loser-Modus spielt oder auf super cool legendär. Ah, ja, super cool legendär, let's go. Genau, wir kriegen richtig viel Zeug. Mhm. Was für Sachen sind an? Es treten bestens geschützte und hochaggressive Kämpfer in großer Anzahl auf. Man hat kein Radar. Geil. Kämpfer haben mehr Gesundheit und sind schwerer zu betäuben. Und geil, wenn Gegner sterben, hinterlassen sie Feuerpfützen, die Schaden machen, wenn man drin steht. Jo. Geil, let's go. Ja, das klingt nach Spaß. Let's go. Das klingt nach Takeshis Castle. Let's go. Let's go. Oh, das ist schon richtig cool. Oh. Ich werde alles feiern, was ich sehe. Also ignoriere einfach mich, wenn ich hier einfach so rumstehe und sage, ich finde es sehr gut, wie das im Hintergrund da, ne? Ich finde die Inszenierung sehr geil. Ja, genau. Was ist hier überhaupt los? Getreidefeld. Was ihr seht, ist ein Fenster ins goldene Zeitalter. Der Mars ist mit zeitlichen Instabilitäten zurückgekehrt und Savatuns Anwesenheit hier ist kein Zufall. Wir glauben, dass das Wiederauftauchen des Mars sie aus ihrem Versteck getrieben hat. Sie könnte sich in einem geschwächten Zustand befinden. Die Flotte der Kabale blockiert den Flugweg zu ihrem Schiff. Ihr müsst einen Weg finden, dorthin zu gelangen und Savatun aufzuspüren. Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Ja, das sind aber so Zeitblasen. Okay. So sah das also vor ein paar Jahren aus, ne? Hier. Ja, genau. Der Reisende hat so dafür gesorgt, dass die Menschheit so ultra hochentwickelt wurde und alle Planeten umgewandelt hat zu lebbaren Planeten und so, genau, und dann ist alles irgendwann kaputt gegangen. Links ein Gegner. Ja, das sind Kabale. Mit denen sind wir befreundet, aber nicht genau mit denen scheinbar, weil die sind... Einfach töten, ne? Einfach töten. Okay, die halten ein bisschen aus. Ja. Ja, das ist wegen Legendary halt, ne? Mhm. Die Kabale bereiten eine riesige Kanone vor. Ich habe eine Idee. Geh rein und bring mich zu einer Konsole. Ich finde einen Weg zum Savatunsschiff. Gut. Was übrigens die Hexe ist. Die eine. So, ich stelle hier noch mein Heilfeld hin. Hier ist so ein Ultra-Dude. Ja. Mach da meine Ult mal drauf. So. Jo, ist weg. Sehr schön. Plus 1 Artefakt-Freischaltung. Okay, ich hab's. Jo. Wir kriegen bald so ein Artefakt. Energie und die Kontrolle über das Projektil. Das Projektil. Das zählt ja retroaktiv. Oh, sind da alle. Hast du deine Ult? Schieß die da oben rein, bitte. Mach ich. Ja. Oh, okay. Super. Oh, wie gut. Oh, alle tot. Ja. Was hab ich gemacht? Was hast du da für einen fetten Stab? Weiß ich nicht, aber sieht aus wie, sieht aus wie ein riesiger Schraubenschlüssel. Ist es auch scheinbar. Ja, was soll ich reparieren? Da oben, das da. Muss ich einmal anziehen, okay. Wo müssen wir hin? Da hoch. Junge, ist das schwer. Ich bin ja so langsam. Aus dem Weg, um sie zu reparieren. Oh, lass schneller nach. Also wenn ich die Göttin der Lügen wäre, würde ich nicht mit einem riesigen Schiff auftauchen. Das schreit ja förmlich. Müssen wir da durch? Hier bin ich. Ja, vorgehen lassen. Da, hier so. Vielleicht wedelt Savatun mit einer roten Fahne vor einem Stier. Jetzt mal gucken, ob da unten safe ist. Rot heißt doch gut, oder? Oh, danke. Danke fürs Testen. Okay, ich dachte, man kann draufstehen. Halt, komm mal her. Ich kann hier einen Banner platzieren. Der füllt deine Munition auf. Ach, da unten steht's. Drücke E durch Interaktion mit dem Kampfbanner um. Okay.
Fällt alle Waffen auf und deine Ult. Heißt, hier kommt irgendwas Großes jetzt gleich. Ein Psion. Wir brauchen zwei Überbrückungscodes, um den Auftrag. Genau, eingeschränkte Zone, jetzt steht's da. Dein Geist kann ich hier nicht wiederbeleben, sei vorsichtig. Ach so, okay, gut. Hier müssen wir uns auch gegenseitig aufheben. Ausnahmsweise auf. Wow. Ja, jetzt habe ich Nobel geschossen. Okay, wo ist Holly? Ja. Alles gut, ich lebe. Ja, ich habe jetzt eine Waffe, mit der ich dich heilen kann und uns beide buffen, wenn ich was. Wenn ich dich heile dabei. Irgendwie ist dein Lebensrest nicht runtergegangen. Ja, warte, ich habe ein Fusionsgewehr, ich gehe einfach in seine Seite rein. Wohin schießt du überhaupt, Junge? Oh, okay. Ich glaube, wir kriegen auch doppelte Belohnungen, weil wir auf legendär spielen nach den Quests. Munitionsaufzug aktivieren. Ach, guck mal, der Aufzug ist aktiv. Wir müssen nur noch die Flugbahn anpassen. Was ist da drin? Was ist da drin? Ich will alles haben. Ja, es kommen echt zwei Kisten. Gut. Yo. Schieß dich auf Sarah. Oh mein Gott, wir schießen uns mit der Kanone auf das Schiff von der? Okay. Ich glaube, wir sind in der Kanone. Nee. Oh ja. Hui. Hallo. Du bist im Weg. Sorry. Meine Aussicht ist echt gut. Hier sind sehr viele tote Kabal. Wir haben es auf das Schiff geschafft. Und wir sehen Spuren von leere Licht. Scheint, als wäre schon ein anderer Hüter hier gewesen. Fragment, ich nehme das Fragment. Sie sieht nach Pyramidentechnologie aus. Was hat sie auf Savatons Schiff zu suchen? Wir sollten sie zu Ikora bringen. Hüter gefallen. Bin ich dir irgendwie zu stark auf den Kopf getreten? Es tut mir leid. Weiß nicht. Es tat weh auf jeden Fall. Nennst du mich etwa Fetch? Ah, wieder außen auf dem Schiff. Es gibt Berichte, dass Savatun versucht, leere Licht von toten Hütern zu erbeuten. Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Was ist das da hinten? Da leuchtet. Vielleicht hat sie die ganze Zeit die Leere studiert. Hat sie sie vielleicht dazu benutzt? Cool. Ja. Was ist das da? Das ist Savatun. Das ist Savatun. Beeil dich. Ist in die Portal reingegangen. Die echte. Bitte. Die echte. Die Hexenkönigin. Ja. Dieses Portal. Oh nein, wir können hier nicht hinterherkommen. Oh, aber dafür haben wir einen Ritter, der Licht hat. Oh, what the f. Ja. Okay, danke für die Heilung. Der sollte gefährlich sein. Okay, Doki. Ja, er wirft auf jeden Fall schon mal Granaten. Ich kann leider nicht mehr heilen. Alles gut. Ich versuche besser zu spielen. So, was meintest du mit Licht? Der hat Licht? Der ist ein Lichtträger. Ja, guck mal, der hat eine Barrikade gestellt, von dem, was ein Titan so kann, macht er gerade. Der hat eine Granate schon nach mir geworfen. Und er kann eine Ult anmachen. Das ist leere Licht. Und er ist gleich tot. Wenn du ihn tötest, geht's zu ihm hin. Oh mein Gott, er hat die Ult geworfen. Ja, das ist seine Ult. Alles klar, verstanden. Oh mein Gott. Der hat uns beide. Das ist keine Darkness Zone. Gut. Ult one-shotted. Alles klar, verstanden. Werf meine Ult drauf. Und dann geh hin. Nice. Schnapp ihn dir. Ich hab nichts mehr. Schnapp ihn dir. Schnapp dir den Geist. Dieses Ding ist nicht wie ich. Das erkennst du doch, oder? Nice. Das ist cool aus. Sehr cool, ja. Den nächsten mache ich. Ich glaube es nicht. Yep. Wir müssen weitermachen. Oh, Reisende, was hat sie dir Gegner spawnen links, rechts. Yep, die sind weg. Okay, hier kommen Kisten. Blutzeit. Oh. Ich bin rausgeflogen. Du auch? Ich auch, ja. Ich habe den Loot nicht bekommen, glaube ich. Ach, du bist durch das Portal gehüpft. Das sieht nicht aus wie eine Schadstromwelt. Aus Versehen. Hat er das Portal genommen? Ich hab's nicht gesehen. Ich bin einfach nur gesprungen. Ja, das ist jetzt eine neue. Das ist so die neue. Der Open World Space dann auch von der Erweiterung der Ort hier, wo wir jetzt sind. Ah, so, okay. Das heißt, wir müssen hier nicht unbedingt kämpfen, sondern können jetzt zurückreisen, oder was? Nee. Es kann schon noch sein, dass es jetzt gerade eine Mission ist. Aber allgemein, dieser Ort in dem Portal drin. Ja, diese Aliens leben irgendwie so nach dem Prinzip, wenn man was tötet, wird man stärker. Und in der echten Welt können die nicht sterben und die haben so eine eigene Welt, in die fliehen können, wo die halt nochmal ihre volle Stärke dann haben von allem, was sie je getötet haben. Und da sind wir jetzt. Die kommen nur hierhin, um noch stärker zu werden. Ja, genau. Und nur hier drin können sie richtig getötet werden. Gast,
Okay. Sie ist es. Und er redet sie mit Wie uns. Wie hast du das geschafft? Wie hast du die Kraft gefunden, etwas zu zerstören, das dir so ähnlich ist? Voilà. Da! In den Spiegel zu schauen und zu töten, was zurückblickt. Ja, seh's. Ich kann meine Ult draufwerfen. Sag Bescheid, wenn ich schießen soll. Feuer! Sie abhaut. Oh, da ist sie. Hallo. Kriegt die Schaden? Mist, die hat schon auf jeden Fall Leben verloren. Ja, seh's. Ballboy, Ballboy. Macht einfach die Warlock-Ult. Mit Void-Explosion. Ja, wir haben gleich Savatun besiegt. Er doch gleich vorbei. Hallo? Langsam muss er mal immun werden. Abhauen. Granate ist drauf. Ja, okay, die ist. Sie ist tot, aber die ist einfach abgehauen, glaube ich. Du bist stark. Okay. Aber das war zu einfach. Hi. Hallo, bin ich wieder durchs Portal gelaufen oder was? Nee. Willst du meine Loot-Kiste? Es schien mir irgendwie zu einfach. Aber das sind mehrere. Oh ja. Ja, die echte leuchtet nicht so weiß. Nee, das sind Projekte von ihr. Projektionen. Nee, Projekte. Hat sie selber gebastelt in ihrer Freizeit. Ernsthaft? Schon beim Endboss? Ja, gleich kommen Credits. Na, guck mal. Hat sie so ein bisschen weggeschubst. Ich dachte sogar den Loot. Nice. Schöner Helm. Neue Mission, guck mal, jetzt haben wir eine Base hier. Ja. Wo ist die Poststelle? Hier ist die Poststelle. Ist der Loot drin? Hallo? Kriegen wir Loot? Die Kisten waren halt nicht mal richtig offen, also ich weiß nicht. Bei mir sind hier Schuhe drin, auf jeden Fall noch. Okay, bei mir sind ja auch ein paar Sachen drin. Offenbar hast du etwas entdeckt, das erklären könnte, warum Savatun beschloss, mit dem Mars zurückzukehren. Laut der Telemetrie deines Geistes sondert das Fragment dieselben Schwingungen ab wie das Pyramidenrelikt, das zufällig auch mit dem Mars wiederkam. Geh der Sache nach. Das ist ein sehr komischer Tisch. Du kannst nur mit Hilfe des Relikts auf dem Mars Waffen formen und umformen. Ja, achso, wir können das also auch ändern, die Waffe später, wenn wir die gelevelt haben. Dann müssen wir die nicht neu craften, dann hat die auch noch das alte Datum. Ja, ergibt Sinn. Die Aktivierung des Relikts hat Resonanzwaffen im ganzen System erweckt. Nutze Waffen mit Tiefenblickresonanz, um Resonanzmaterialien aus ihnen zu gewinnen. Verstehst du? Ja, natürlich. Ja, wenn wir mit den Waffen töten, die das rote Symbol haben, droppt Material, um Waffen zu craften. Also, wir brauchen einen Hinweis darauf, wie sie das Licht gestohlen hat. Genau, mit Linksklick schießt man, mit Nahkampf haust du öfter zu. Und da kannst du, glaube ich, auch so Kombos machen, wenn Gegner da sind. Wow, okay. Sonst verbraucht doch keine Munition scheinbar, damit im Nahkampf zuzuschlagen. Ist cool. Habe ich jetzt ein Schild? Ah, ja, guck mal. Ach, wenn man zugeschlagen hat, baut man so ein Schild auf. Man baut so eine Leiste damit auf. Ich decke auf. Wie hast du das gemacht? Als hättest du diese Plattformen aus dem Nichts erschaffen. Ich hab dir einen Jump'n'Run gebaut. Soll ich das hier anfassen? Aktiviere den tiefen Blick. Er ist aktiviert. Willst du weiter runter, oder? Die Statue zeigt dir nach links durch den tiefen Blick. Ich glaube, diese Tür führt uns raus. Wir brauchen nur einen Weg hinauf. Und die Statue sagt da lang. Rennt er schon wieder weg? Meine Güte. Ah, ich habe ihn noch gestriffen. Du bist zu gut gesprungen. Ich habe meine Rakete in deinen Rücken geschossen und mich selbst gesprengt. Oh. Boah, sind da viele. Ich werfe meine Ult dahin. Mach das. Ich mache auch gleich meine Ult. Oh nein, der Banner. Weihnachten. Okay. Ich habe meine Ult reingeworfen. Ja, nice. Ich schieße meine Ult auch rein, die alles nochmal schwächt und aussaugt. Noch mehr Schar, die das Licht beherrscht. Augen auf, Hüter. Auge auf, Hüte. Oh mein Gott, das ist unsere Ultra-Hexe in der Mitte. Die hat eine Ult aktiviert, die Hexe. Aber die ist ultra weit. Ah, die kann Blitze dann schießen, okay. Die ist mein Kopf. Ja, du kannst finishen. Go. Ich kann hin. Finisher. Ja, cool. Was hast du Cooles gefunden? Ein Handstaubsauger. Ja. Der ist cool.
Oh, sieht das gut aus. Du hast uns hierher gebracht? Hey, ganz ruhig. Ja, ein Geist. Aber ein Schargeist. Der hier. Einfach erklären. Okay, und das heißt, sind was die Gutes? Ich weiß es nicht, ob das was Gutes ist. Die haben wir bisher in den Händen zerquetscht. Hey, zuerst die Peinlichkeiten, sag ich immer. Der Haufen Asche und Knochen. Also, das war mal mein, Die Hexenkönigin hat irgendwas vor und, naja, vielleicht kriegen wir es ja gemeinsam raus, was? Da ist ein alter Schartempel voller Savatun-Geheimnisse in der Nähe. Mehr weiß ich nicht. Was und wieso? Tja, das ist euer Ding, oder? Da hinten ist die Quest. Ich wollte nicht die Klippe runterspringen. Warum folge ich dir? Hütergefahr. Oh Gott, das ist eine Lichtträgerhexe hier. Mhm. Hab die gar nicht gemerkt. Egal, ich hab viele Raketen. Nice. Quetsch. Sehr gut. Yo, wir kriegen Bikes. Let's go. So, das war's mit dem Video. Wenn ihr mehr von dem Destiny 2 Gameplay sehen wollt, könnt ihr gerne auf dem Stream-Aufzeichnungskanal vorbeigucken. Da ist der komplette Stream mit seinen 12 Stunden. Könnt ihr dort gucken. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank an Panossa für das Schneiden und vielen Dank an Bungie für das Sponsoren des Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.